Ich begrüße euch ganz herzlich heute an diesem Sabbattag. Ich hoffe, ihr hattet eine gesegnete Woche mit Erfahrungen, die euch im Glauben gestärkt haben. Ich möchte gerne einen Text mit euch teilen, den ich diese Woche gelesen habe. Und der steht in Jeremia 29 und dort im Vers 11 bis 14. Und dort steht: Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch geben werde das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Ja, welch ermutigende Worte spricht Gott hier zu uns. Er hat ja Gedanken des Friedens über uns und nicht des Leides. Wir dürfen Gott fragen, ihn bitten, und er wird uns antworten. Und er wird sich von uns finden lassen, dass wir erkennen, wer Gott ist. Auch dieser Sabbat gibt uns die Möglichkeit, Zeit mit ihm zu verbringen und ihn zu suchen. Er möchte sich gerne uns, einem jeden Einzelnen, offenbaren. Wir werden heute eine Predigt von Rolf Kraus hören, und ich wünsche uns ja offene Herzen und Ohren für Gottes Botschaft an einen jeden von uns. Endlich ist wieder Sabbat. Was für ein Geschenk, dass uns Gott so einen wöchentlichen Ruhetag gibt. Und was für eine Gnade, dass wir dieses Geschenk auch immer mehr zu schätzen lernen. Gedanklich ganz bei Gott zu sein, nicht noch irgendwo, wo man diese Woche unterwegs gewesen ist, sondern ganz da zu sein, und sich auf Gott einzulassen und dorthin mitzunehmen lassen, wo er uns beschenken möchte. Ich sehne mich danach, dass heute Gottes Wort wahr wird an uns. Dass er uns heute ihm ein Stück ähnlicher macht. So wie er es in 2. Mose 31, Vers 13 versprochen hat. Da lesen wir: Sage den Israeliten, haltet meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Gott, unser Herr, hat versprochen, uns zu heiligen. Doch wodurch soll das heute ganz konkret geschehen? Hast du dir schon einmal diese Frage gestellt? Wodurch der Sabbat dich Gott ähnlicher macht? Interessiert uns diese Frage, wie uns Gott heiligt? Oder haben wir darüber noch nicht viele Gedanken verschwendet, weil es schließlich außerhalb unseres Aufgabenbereichs liegt? Weil ja Gott gesagt hat, er kümmert sich darum. In Johannes 17, Vers 17 bekommen wir ja eine teilweise Antwort. Dort ist dieses Gebet von Jesus, wo er sagt, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Also durch Gottes Wort werden wir geheiligt. Durch die Wahrheit werden wir geheiligt. Und in Johannes 6, Vers 63 bekommen wir eine weitere Antwort. Der Geist ist's, der da lebendig macht. Das Fleisch ist zu nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Ja, Gottes Wort und Gottes Geist, sie heiligen uns. Sie machen uns Gott ein Stück ähnlicher. Was für ein Geschenk gehört doch unserer Generation. Jeder darf die Bibel in seiner eigenen Muttersprache in den Händen halten und lesen, ohne mühsames Übersetzen. Und selbst im Alten Testament haben wir schon dieses Versprechen in Sprüche 1, Vers 23.
kehrt euch zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will über euch strömen lassen meinen Geist und euch meine Worte kundtun. Und in Johannes 14, Vers 17 lesen wir, der Geist, der bleibt bei euch und wird in euch sein. Ja, Gott hat seinen Geist verheißen, der sein Werk in uns tun wird. Und eine besonders schöne Stelle lesen wir in Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ist das nicht großartig? Gott gießt seinen Geist und seine Liebe in unsere Herzen. Und das macht uns Gott ähnlich, weil Gott Liebe ist und diese Liebe auch in unser Herz kommt. Großartig, oder? Dennoch frage ich mich, ist das alles nur eine schöne Theorie? Oder wie sieht es in unserem praktischen Leben wirklich aus? Werden wir von Sabbat zu Sabbat Gott ein Stückchen ähnlicher? An diesem wunderschönen Ort hier, an einem wunderschönen Ruhetag, in einer herrlichen Gemeinschaft unter liebevollen Menschen oder in dieser Zeit wenigstens in Zoom-Konferenzen, wenn wir einander sehen? Ist von dieser Liebe bestimmt etwas in unseren Gesichtern zu sehen? Doch wie viel Liebe erlebten andere Menschen an mir unter der Woche, in meiner eigenen Familie, in der Schule oder am Arbeitsplatz? Es ist eine Sache, von der Liebe Gottes und von der Gottähnlichkeit zu reden, über sie schöne Predigten zu halten und Bibeltexte zu zitieren, anderen Tipps zu geben, wie sie ihre eigene Beziehung mit mehr Liebe bestücken können. Aber wie sieht es im eigenen Leben aus? Wie sieht es mit dieser Liebe Gottes in mir aus? Wer kann sie erleben? Habt ihr euch nicht auch schon einmal gefragt, wie es dazu kommt, dass wir trotz der täglichen Bitte um den Heiligen Geist im Laufe unseres Lebens und im Laufe des Alltags nicht noch mehr Liebe an den Tag legen können? Wir lesen von Gottes Wort, von seinem Geist, von dieser Wirkung. Und was erleben wir? Und was erleben die anderen an uns? Wir feiern Sabbat für Sabbat. Wir studieren und wir beten. Werden wir Gott wirklich ähnlich? Haben wir eine Ahnung, wie es zustande kommt, diese Gottähnlichkeit? Oder verwundert es uns nicht, dass nicht mehr Liebe in unseren Herzen ist? Natürlich wissen wir, wer das Böse für das Böse in der Welt verantwortlich ist. Dennoch wissen wir auch um Jesu Macht, dass er stärker ist und dass er nicht nur Liebe gegeben hat, sondern uns auch ein Vorbild hinterlassen hat. Selbst als Kind lebte Jesus in einem negativen Umfeld, dass sich die Leute fragten, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und es kam ein reines, heiliges Wesen. Eine Person voller selbstloser Hingabe. Wie hat das Jesus geschafft? Und sehnen wir uns nicht selbst auch danach, ihm in dieser Hinsicht im Alltag ähnlich zu sein? Wenn bereits Johannes zu seiner Zeit in seinen Briefen davon schrieb, Kinder, es ist die letzte Stunde, wie nah sind erst wir heute vor diesem wunderbaren Ereignis der Wiederkunft Jesu? Doch ich frage mich, in welche Richtung entwickelt sich mein Charakter wirklich? Werde ich von Woche zu Woche, von Tag zu Tag oder Sabbat zu Sabbat von Gott heilig gemacht und ihm ähnlich? Oder findet er zurzeit ein Wachstumsstillstand bei mir statt? Eines ist jedenfalls klar: Niemand von uns möchte sich zu einer Menschengruppe entwickeln, von der uns in Matthäus 24, Vers 12 beschrieben wird. Dort lesen wir, und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird,
wird die Liebe in vielen erkalten. Nein, zu diesen Menschen möchten wir nicht gehören, die kalt und hartherzig werden. Doch ich frage mich immer wieder, wie sehr sehnen wir uns wirklich danach und bitten Gott auch konkret darum, dass wirklich jedermann an uns die Liebe Gottes erkennen kann. Denn in Johannes 13, Vers 35 lesen wir von der anderen Menschengruppe, die uns am Ende der Zeit, kurz vor Jesu Wiederkunft, berichtet wird. In Johannes 13, Vers 35 heißt es: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran wird jedermann erkennen. Nicht nur die guten Freunde, nicht nur die Personen, die uns nur vor der Kamera sehen, nicht nur die Personen, die uns für 2 Stunden im Gottesdienst erleben. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es werden auch die engsten Angehörigen diese Liebe an uns erleben. Der Ehepartner, die Kinder, die Eltern und sogar Personen, die uns derzeit vielleicht besonders viel Kraft und Nerven kosten. Jedermann wird die Liebe an uns sehen. Auch Personen, zu denen wir uns nicht so hingezogen fühlen, denen wir vielleicht freiwillig eher aus dem Weg gehen würden, als auf sie zugehen. An dieser Stelle zeigt es sich, ob wir wirklich wachsen wollen, ob wir Gott um seine Liebe gerade für diese Menschen bitten wollen oder ob wir uns verleiten lassen auf die Lieblosigkeit oder die Reaktion anderer Menschen, die uns vielleicht ignorieren oder mit bösen Blicken treffen, auf sie reagieren. Jesus lädt uns ein, seine Liebe im Herzen aufzunehmen und wiederzuspiegeln und weiterzugeben. Wie gesagt, ich habe mir diese Frage gestellt, warum in meinem Leben nicht mehr Liebe zu sehen ist, wo wir jeden Tag um den Heiligen Geist bitten und Paulus sagt, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und das seit der Taufe. Wir bekommen die Zusage, dass wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden und der wird die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Was meint ihr? Was würde passieren, wenn wir nicht nur um den Heiligen Geist bitten würden? Wenn wir nicht nur Texte über die Liebe Gottes lesen würden, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist, sondern wenn wir bei jedem Gebet um den Heiligen Geist ganz konkret um die Liebe, um die Geduld und Freundlichkeit ganz praktisch für Menschen bitten würden, dass wir sie ihnen schenken können, die Aufmerksamkeit und das Wohlwollen, wo es nicht einfach da ist, sondern wo wir es uns von Gott extra erbeten müssen. Wir haben jedenfalls nicht nur an diesem Tag, sondern alle Tage allen Grund, erwartungsvoll zu Gott aufzusehen. In Hebräer 4, Vers 16 heißt es: Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit und Hilfe empfangen, wenn wir sie nötig haben. Ja, ich habe diese Liebe Gottes so nötig, diese Hilfe, anderen Liebe schenken zu können. Und wir brauchen nicht noch länger warten, bis erst der Spätregen kommt und große Wunder geschehen. Nein, wir haben heute Großes von Gottes Geist zu erwarten. Die Frage ist nur, sehne ich mich nach dem Heiligen Geist, um diese Liebe wirklich jedermann schenken zu können? Sehne ich mich wirklich nach dieser göttlichen Liebe, um sie anderen weiterzugeben? Gott bietet uns seine Liebe und seinen Geist jedenfalls täglich an. Und er versichert uns, wie willig er ist, uns diesen reich zu schenken. In Lukas 11, Vers 13 lesen wir: Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn bitten?
Und Ellen White ermutigt uns sogar ganz konkret bezüglich unseres Ehepartners, diese Liebe zu erbitten. Und sie schreibt, fasst den Entschluss, einer dem anderen alles zu sein, was möglich ist. Erweist einander dieselbe Aufmerksamkeit wie am Anfang. Eines ermutige das andere auf jede Weise, den Kampf des Lebens auszufechten. Denkt darüber nach, wie ihr einer des anderen Glück fördern könnt. Lasst gegenseitige Liebe und gegenseitiges Ertragen herrschen. Ja, wenn mit einer Hochzeit und mit einem Versprechen, ich will dich lieben und ehren wie in guten wie in schlechten Tagen, ein Siegel geschaffen wäre und eine Garantie für diese Liebe, bis wir unsere Augen schließen, dann wäre es nicht notwendig, sich nach einer gewissen Zeit dafür Kraft zu erbitten, den Geist Gottes und einen persönlichen Entschluss zu wieder neu zu fassen, diesem Versprechen nachkommen zu wollen, auch nach 15, nach 20, nach 25 Ehejahren. Ja, von alleine lieben wir nicht weiter. So wie heißes Wasser nicht heiß bleibt, sondern sich abkühlt, so auch die Liebe. Und außerdem gibt sie uns noch zu bedenken, Ellen White schreibt in dem Buch Ausgewählte Botschaften, indem wir uns dem Ende der Weltgeschichte nähern, werden wir immer schneller Fortschritte im christlichen Wachstum machen oder aber wir werden genauso schnell Rückschritte machen. Ja, Gott will uns Mut machen. Er will uns Mut machen, dass wir wachsen können, dass seine Liebe, sein Geist in uns etwas bewirkt, was uns und andere in Staunen versetzt und vor allem zum Lobpreis zu Gott anstachelt, ermutigt, Gott Dank zu sagen. Wenn ich mich frage, was tut Gottes Geist in mir? Werde ich ihm ähnlich gemacht? Sehne ich mich danach? Dann frage ich mich, was sehe ich, wenn ich zurückschaue? Sehe ich einen Fortschritt in die eine Richtung oder sehe ich einen Rückschritt zu dem alten Leben hin? Oder sehe ich ein sterbendes Eingefrieren? Ich muss sagen, Gott ermutigt mich, auf ihn zu schauen. Gott ermutigt mich, auf seine Liebe zu schauen, damit etwas Positives auch in meinem Leben geschieht. Ja, es gibt viele spannende Geschichten in der Bibel von Wundern. Und ich weiß nicht, welche biblische Geschichte aus dem großen Buch dich am allermeisten ins Staunen versetzt. Ich weiß es nicht, was dein Lieblingsbericht ist oder das, was dich wirklich vom Hocker gerissen hat. Wir haben erstaunlich viele Berichte. Es gibt die Speisung der 5000. Es gibt die Sturmstillung. Es gibt Totenauferweckungen. Apropos Totenauferweckung. Als ich diese Predigt schrieb und am Computer eintippte, war das Wort Totenauferweckung rot unterkringelt. Den Computer versetzte dieses Wort anscheinend ins Erstaunen, dass es so etwas gibt, Totenauferweckung. Von der automatischen Rechtschreibkorrektur wurde es jedenfalls nicht erkannt. Aber zurück zu dieser Frage, was hat dich am allermeisten von den ganzen biblischen Berichten ins Erstaunen versetzt? Waren es Krankenheilungen? Waren es Speisungen? Oder war es das Verhalten Jesu der Unfreundlichkeit und Lieblosigkeit gegenüber, wie er trotzdem freundlich blieb? Die Zeitgenossen Jesu staunten damals, und so lesen wir es in Markus 4, Vers 41, wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Und auch im Psalm 104 lesen wir, der du machst Winde zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen Dienern. Und ich frage mich, wer sind wir Menschen nur? Wind und wer gehorchen ihm? Auch Feuerflammen
führen den Willen Gottes entsprechend zu dem Zeitpunkt und nach Gottes Plan aus. Aber wie ist es mit uns Menschen? Wir tun uns oft am schwersten mit dem Lieben und mit dem Gehorchen. Und das sogar manchmal noch Jahre nach der Taufe. Und so erstaunlich alle Wunderberichte sind und alle Naturgewalten sich Gott unterordneten und seine Befehle ausführten, ist für mich die unbegreiflichste Geschichte, die mich am allermeisten zum Staunen gebracht hat, zumindest seit ich mich zurückerinnern kann, an die Geschichte von dem Schalksknecht. Und ich möchte sie uns noch einmal lesen. In Matthäus 18, ab Vers 21 lesen wir. Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir es alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deine Mitknechte, über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde sehr zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Das ist für mich eine Geschichte, ein Bild, ein Gleichnis, das mich nur mit dem Kopf schütteln lässt. Genauso wie Nathan zu David kommt und David auch entrüstet ist über so ein Verhalten, was Nathan ihm im Bild darstellte, genauso aufgebracht, genauso fast wütend, genauso unverständlich ist mir solch ein Benehmen, wie es hier in dieser Geschichte beschrieben wird. Und man könnte meinen, diese Geschichte könnte maximal eine Erfindung sein, ein böses Märchen, ein schlechter Traum, etwas, was es gar nicht gibt. Jemand, der so viel Schuld erlassen bekommt, der so eine große Gnade und Barmherzigkeit erfährt von seinem Herrn, wie jemand so hartherzig, kleinkariert und grausam, lieblos, ohne jegliches Mitgefühl seinem Nächsten begegnen kann. Und das fast wie im Handumdrehen. Keine Tage, keine Wochen, keine Monate liegen dazwischen. Es wird beschrieben, wie eins nach dem anderen, wie der Herr mit diesem Mann gnädig verfährt, ihm alles erlässt, wie er sagt: Ich will dir alles bezahlen, was er gar nicht könnte, und der Herr weiß es, dass er es ihm nie zurückzahlen könnte,
und er erlässt ihm diese Schuld. Und im Handumdrehen, um die nächste Ecke, trifft er seinen Knecht und putzt ihn herunter und behandelt ihn so, wie er selbst nicht behandelt werden wollte. Aber diese Geschichte berührt mein Herz nicht, weil es eine ausgedachte Geschichte ist, sondern weil sie leider der Wirklichkeit entspricht. Weil ich der Schuldige bin. Weil ich derjenige bin, dem Gott alles erlässt, seine ganze Schuld, alles, was ich in der Vergangenheit auf mich geladen habe, meinen Ungehorsam, durch Gedanken, durch Worte, durch Taten, was ich auch getan habe. Wenn ich es Gott von Herzen bekenne, er erlässt es mir. Und im Handumdrehen begegne ich einem meiner Kinder oder meiner Ehefrau und ich fahre sie in einem unfreundlichen Ton an. Ich habe kein Mitleid und kein Verständnis. Ich bin hart in meinem Ton und ohne Liebe. Mir fehlt diese Güte Gottes. Mir fehlt es an der Barmherzigkeit und an der Geduld, die Gott mit mir an den Tag legt, der ich schon so lange in seiner Schule bin und dennoch nicht reifer und dennoch nicht liebevoller und dennoch nicht noch gottähnlicher geworden. Zutiefst beschämt lese ich dieses Wunder, diese Geschichte Gottes. Und ich frage mich, warum wiederholt sich diese Geschichte nicht nur einmal? Warum ist diese Lieblosigkeit und diese Reaktion auf irgendjemand anstatt auf Gottes Liebe jede Woche in meinem Leben sichtbar? Beschämt. Ich werde beschämt. Und ich frage mich, wie viele Sabbate wollen wir uns noch treffen? Wie oft wollen wir noch um den Heiligen Geist bitten? Und glauben wir am Ende, dass der Heilige Geist die Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist, wo wir im Handumdrehen schon wieder in Lieblosigkeit einander begegnen? Auf engstem Raum. Dieses Gleichnis ist das größte Wunder für mich. Die Liebe Gottes trotz unserer Lieblosigkeit, trotz meiner Härte, trotz meiner Eitelkeit, meines Egoismus. Und Gott ändert sich nicht. Gottes Liebe steht immer noch da und bleibt fest und treu bestehen. Und wenn ich wiederkomme und sage, Herr, es tut mir zum 70. Mal leid, vergibt er mir und lässt meine Schuld von mir sein. Aber ich frage mich, will ich nicht endlich lernen, anders um Gottes Geist und seine Liebe zu bitten, damit sie wirklich von jedermann erkannt werden kann? Dass ich nicht von den Menschen in einer Personengruppe wahrgenommen werde, die mich erleben als in seinem Herz ist leider die Liebe erkaltet. Und das, wo wir jeden Tag und jede Sekunde die Möglichkeit haben, Gott um seinen Geist zu bitten, der willig ist, mir diese Liebe zu schenken. Ja, wir danken Gott, dass wir uns den Himmel nicht durch Liebe verdienen können, dass es sowas nicht gibt, dass es nicht geht, sondern dass der Himmel ein Geschenk Gottes ist und die Vergebung ist ein Geschenk Gottes und auch die Charakterveränderung ist ein Geschenk Gottes. Der Heilige Geist, die Liebe sind Geschenke Gottes. Doch ich frage uns, wie sehr sehnen wir uns nach der Veränderung zum Guten wirklich? Wie sieht es mit unseren Gebeten aus um den Heiligen Geist? Erwarten wir uns dadurch eher Wunder für die Zukunft, dass wieder Kranke gesund werden, damit die, die noch nicht an Gott glauben, sehen, wow, bei den Adventisten in der Adventgemeinde, da geschehen Wunder, da offenbart sich Gottes Geist und Kraft. Hier geschieht etwas Außergewöhnliches, was es sonst woanders vielleicht nicht gibt. Warten wir auf so eine Bekundung des Heiligen Geistes in der Zukunft und versäumen es, etwas Großes durch Gottes Liebe und durch seinen Geist
in unserem Herzen, in unseren Familien zu erwarten? Und trotzdem frage ich mich, was wird uns diese Gottähnlichkeit, dieses Geheiligtsein bescheren? Wird es einfach der wöchentliche Sabbat sein? Oder werden wir Stück für Stück immer mehr wirklich durch Gottes Geist und durch das Leiden an der eigenen Lieblosigkeit vor Jesu Füßen niederknien und ihn anflehen und sagen, Herr, mach bitte endlich Schluss mit meiner Lieblosigkeit, mit meinem Stolz, mit meiner Selbstsucht, mit meiner Unbeherrschtheit. Es gibt viele Wege, die Gott gebrauchen kann, um uns zu verändern. Gott verwendet zum Beispiel Lob. Lob ermutigt ungemein und gerade Kinder. Wenn man ein Kind lobt, strengt es sich beim nächsten Mal umso mehr noch an. Aber wir Erwachsenen sind auch nicht viel anders. Und Paulus macht es sich auch zunutze. Er lobt seine Gemeinden. Er schreibt im 1. Thessalonicher 4, Vers 9 und 10, von der brüderlichen Liebe ist es gar nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Und das tut ihr ja auch, sogar an allen Brüdern und Schwestern in ganz Mazedonien. Wir ermahnen euch aber, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Paulus lobt. Er lobt die Liebe. Und auch ich, liebe Geschwister, kann euch loben. Ich kann sagen, ja, ich habe diese Liebe hier in Kärnten erlebt. Ich habe diese Liebe in den Gemeinden erlebt. Ihr habt diese Liebe von Gott in eurem Herzen. Und trotzdem bleibt auch dieser Nachsatz von Paulus, wir ermahnen uns dennoch gegenseitig, dass wir darin noch vollkommener werden. Ja, Luft nach oben zu wachsen in der Liebe ist noch viel. Gott ermutigt durch Lob. Gott ermutigt aber auch durch Vorbild. Und wir lesen im Johannes 15, Vers 13, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und in Römer 5, Vers 10 lesen wir eine Steigerung. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Eine noch größere Liebe kann man nicht zeigen. Und ich glaube, dass wenn wir die Bibel aufschlagen und von dem Leben Jesu lesen, auf jeder Seite, egal ob begonnen in der Kindheit, über seine Jugendzeit oder jetzt bis ins Heiligtum hinein in den Himmel, wir lesen von hingebungsvoller Liebe, die niemand toppen kann. Auch das ist mir ein Anreiz, eine Ermutigung zum Gebet, Gott darum zu bitten, seinen Geist und seine Liebe in mich zu geben, um es ihm ähnlich zu machen. Also Lob motiviert uns. Und ein Vorbild motiviert uns, aber auch eine Ermahnung. In 1. Johannes 4, Vers 20 lesen wir ja, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Oder lesen wir nur am Ende der Offenbarung, am Anfang der Offenbarung, am Ende der Bibel, über die letzten 7 Gemeinden, wo in Offenbarung 2, Vers 4 steht, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Ja, Gott gibt sich mit einer nachlassenden Liebe, mit einer Liebe, die zu wünschen übrig lässt, nicht zufrieden. Wenn der Eifer und das Innige verloren geht, dann fehlt etwas Wesentliches, was uns nur Gott zurückgeben kann oder schenken kann. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast.
Ja, ich weiß nicht, wie gut deine Erinnerungen sind an dein erstes Begeistertsein von Gott, von Jesus. Und wenn du in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen bist, dann fragst du dich vielleicht, hast du jemals für Gott richtig gebrannt? Warst du jemals richtig berührt und begeistert? Und als ich dich gefragt habe, welche biblische Geschichte dir am meisten zu Herzen ging, dich am meisten verwundert hat oder begeistert hat, gab es sowas? Gab es sowas häufiger? Gott möchte es uns wieder neu schenken. Und so sehr wir manchmal vielleicht Menschen beneiden, die die Geschichten in der Bibel noch nicht auswendig kennen, für die noch eine richtige Spannung in der Geschichte ist, mit einem Höhepunkt, mit einem Spannungsbogen, weil er noch nicht weiß, wie sie ausgeht, muss uns an der Begeisterung und an der Faszination der Liebe Gottes und dem Wirken Gottes nichts verloren gehen, auch wenn wir schon am Anfang der Geschichte das Ende kennen. Gott möchte, dass wir neu staunen lernen über Gottes Liebe, die er offenbart in seinem Leben, Tag ein, Tag aus. Ja, wir haben gesagt, was uns zukünftig wachsen lassen könnte in der Liebe, über den Sabbat hinaus, über das Gebet hinaus, könnte das Lob Gottes sein, über eine Vorbildfunktion, die uns einen Anreiz gibt, über die Ermahnung, über das Wissen, über die Einsicht der Notwendigkeit, auch wenn wir nachgelassen haben in der Liebe, gibt es wieder eine Steigerung und es ist notwendig, von Gott neu entfacht zu werden, dass die Liebe wieder brennt in uns. Und Paulus fügt dem allen noch etwas hinzu, wie er noch mehr die Geschwister ermutigen möchte zu dieser Liebe, mit einer persönlichen Bitte. Und so schreibt er an die Philipper in Philipper 2, Vers 2, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Kann da noch jemand schwächeln und sagen, naja, mit der Liebe ist es nicht so wichtig? Wenn man eine Person voller Eifer wie Paulus, die Gemeinden gründet, die brennt vor Liebe und vor dem Wirken, Menschen für Gott zu gewinnen, diese Bitte äußert, ein guter Freund, ein guter Begleiter, der uns bittet, schenk nicht mir die Liebe, aber bring dennoch durch Gottes Geist in deinem Herzen mehr Liebe zum Vorschein. Mach mich dadurch glücklich. Und Paulus schreibt an einer anderen Stelle, ob er mit einem Stock kommen soll oder ob er in Güte und Barmherzigkeit kommen soll. Er macht schon deutlich, wie notwendig es ist, in der Liebe zu wachsen. Aber hier an die Philipper formuliert er es als eine dringende Bitte. Macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr gleiche Liebe habt. Und wenn uns das alles noch nicht motiviert, in der Liebe zu wachsen, dass wir zu der Personengruppe gehören wollen, über die gesagt werden kann durch Gottes Gnade, dass jedermann an ihnen die Liebe erkennen kann. Wenn Gott verspricht, er ist es, der uns heiligt, so haben wir noch mehr Verheißungen. Die erste Verheißung, dass Gott uns heiligt, haben wir aus dem Alten Testament gehabt. Und jetzt möchte ich noch eine Verheißung Gottes Wirkens, seiner Liebe und seines Geistes mit euch teilen aus 1. Thessalonicher 5, Vers 23 und 24. Da schreibt Paulus, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Ja, Gott heilige uns durch und durch. Und Paulus sagt an einer anderen Stelle, in uns hat Gott schon etwas angefangen. Und das lässt er nicht halbfertig liegen und tut's auf die Seite und macht mit etwas anderem weiter, sondern er wird es auch vollenden. Und hier sagt er auch, der Gott des Friedens heilige uns durch und durch.
nicht nur punktuell, dass ab und zu einmal Liebe erlebt wird und gesehen wird und als etwas Besonderes herausgestellt wird. Nein, Gottes Geist ist zu einem größeren Werk imstande als das, was er bisher bei uns schon vollbracht hat. Er möchte uns durch und durch heiligen. Und Paulus versichert seine Gemeinde, seine Geschwister, Gott wird es auch tun. Denn was Gott verspricht, das hält er auch. Gott tut ein großes Werk. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und Gott wird sein Werk weiter tun. Ja, Gott möchte uns neu ermutigen, um seine Liebe zu bitten. Und wenn wir unsere Gebete formulieren und sagen, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist auch an diesem Tag neu, und wenn wir es ihm jeden Tag neu vorlegen, möchte uns Gott ermutigen, die Personen beim Namen zu nennen, für die wir uns Gottes Geist und Gottes Liebe schenken lassen wollen, für die wir sie ganz konkret brauchen und für welche Aspekte wir sie besonders benötigen, dass wir besonders freundlich mit ihnen sein können oder dass uns Gott Mitgefühl für sie schenkt, wo es uns bisher gefehlt hat oder Verständnis, wo wir sie nicht verstehen wollten oder dass er uns ein offenes Ohr schenkt, wo wir meinen, die Geschichten schon zu kennen, die sie uns erzählen. Ja, dass er uns ein offenes Auge schenkt für die Situationen, wo Gott eine helfende Hand von mir braucht, dass sie mit anpackt. Ich weiß nicht, wie es um dein Herz bestimmt ist, mit wie viel Liebe es gefüllt ist und mit wie viel Liebe es schon überquillt und zu welchen Menschen diese Liebe quillt. Ob sie schon zu den Feinden quillt, zu denen, die dir eigentlich aus dem Weg gehen. Jesu Liebe und Gottes Geist ist ausgegossen und möchte jeden Tag neu ausgegossen werden, damit sie zu anderen Menschen fließt. Ja, wenn unser Wunsch im Herzen nachgelassen hat, andere Menschen zu Christus zu führen, dann ist es ein Zeichen, dass unsere Liebe schon etwas abgekühlt ist, dass wir nicht die ursprüngliche brennende Liebe in uns haben, als wir vielleicht selbst zu Jesus gefunden haben und begeistert waren, wie liebevoll, gnädig und barmherzig er mit uns umgeht. Was meint ihr? Wie wird es Gott ergehen mit uns, wenn wir ihn zukünftig in unseren Gebeten nicht einfach nur um den Heiligen Geist bitten, sondern ihm konkret vorlegen, wofür wir seine Liebe uns gerne schenken lassen möchten? Meint ihr, Gott wird mehr für uns tun können? Meint ihr, Gott wird uns mehr verändern und in sein eigenes Bild umgestalten können? Ich möchte noch ein Zitat mit euch teilen. Und wenn es heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, dann wissen wir, dass die Liebe auch nicht nur Lob und schöne Worte sind oder hilfreiche Taten, sondern dass auch ab und zu ein ermahnendes Wort gesagt werden muss. Aber wir lesen von Jesus in dem Buch Das Leben Jesu, er selbst hat nie ein Wort der Wahrheit zurückgehalten, es aber stets in Liebe gesprochen. Er bewies im Umgang mit Menschen das größte Zartgefühl und eine bedachtsame, freundliche Aufmerksamkeit. Er gebrauchte nie grobe Ausdrücke, sprach nie unnötigerweise ein hartes Wort und bereitete selbst empfindsamen Herzen niemals unnötig Pein. Er tadelte keine menschliche Schwäche. Furchtlos verurteilte er zwar Heuchelei, Unglauben und Bosheit, aber, jetzt hört genau hin, er konnte seine scharfen Zurechtweisungen nur mit Tränen erstickter Stimme aussprechen. Ich weiß nicht, mit welchem Tonfall wir uns die Passagen in der Bibel durchlesen, wo Jesus mit einer Geißel in der Hand
den Tempel reinigte. Mit einer tränenerstickten Stimme sprach Jesu Zurechtweisungen aus. Nur mit einer tränenerstickten Stimme. Weil es ihm selbst wehtat, ermahnen zu müssen. Wir haben angefangen, darüber nachzudenken, wie wunderbar dieser Sabbat ist. Wir haben darüber nachgedacht, wie wunderbar diese Verheißung ist, dass Gott uns heiligt und ihm ähnlich macht. Wir haben darüber nachgedacht, wie viel davon wirklich im Alltag passiert. Wie viel in den vergangenen Wochen und Monaten in unserem Leben dieser Beschreibung in der Bibel entspricht. Und ich habe mich gefragt, warum meine Liebe in der Vergangenheit nicht so stark gewachsen ist, wie sie hätte wachsen können. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich zu schnell außer dem Blick verliere, wie gnädig und barmherzig und geduldig Gott mit mir ist. Und ich möchte dieses Gleichnis vom Schalksknecht mir häufiger durchlesen und mehr vor Augen führen, damit auch ich so eine Gnade und Barmherzigkeit ich im Umgang mit Menschen eher an den Tag legen kann. Und ich möchte nicht einfach nur um den Heiligen Geist bitten und auf den Spätregen warten, sondern ich möchte darum bitten, dass der Heilige Geist mir diese Liebe ins Herz schenkt für Menschen, für die sie mir derzeit noch fehlen. Für die ich sie mir manchmal gar nicht schenken lassen möchte, weil ich Menschen spüren lassen wollte, wie unbeherrscht und lieblos sie selbst sind. Ich möchte lernen von Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Ich möchte erleben, dass Gottes Geist mich durch und durch heiligt und nicht nur zu besonderen Momenten seine Liebe zutage tritt. Gott ist treu, er wird es auch tun. Ja, in Psalm 37, Vers 5 lesen wir: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und wir lesen in der Bibel, dass er sagt: Ich bin der Herr, der euch heiligt. In diesem Sinne freue ich mich mit euch, dass Gott Geduld mit uns hat und dass wir lernen, Geduld miteinander zu haben und dass wir eine immer größere Sehnsucht von Gott aufs Herz gelegt bekommen und unsere Gebete und Bitten immer inniger und eindringlicher werden, von Gott verändert zu werden, damit wir eines Tages von jedermann an der Liebe erkannt werden können. In diesem Sinne freue ich mich, dass auch dieser Sabbat und diese Bibeltexte und Gottes Geist mit dazu beitragen, dass Gott uns ihm ähnlich macht, im Wesen und Verhalten. Amen. Vielen Dank, Rolf, für die Predigt. Ich wünsche uns, dass unsere Herzen von Gottes Liebe gefüllt werden und dass sie überquillen, dass unser Herz brennt für Gottes Wort und unsere Nächsten. Und ich wünsche uns, dass wir offene Augen für die Möglichkeiten haben, die Gott diese Woche für uns vorbereitet, dass wir anderen ein Segen sein können.